Schrecksekunde für Portugal. Cristiano Ronaldo brach das Training nach nur 15 Minuten vorzeitig ab, ging mit einem Kühlbeutel vom Platz. Der Weltfußballer ließ sich jedoch nichts weiter anmerken, kam zu den Fans und schrieb Autogramme. Teamkollege João Moutinho weiß um die Wichtigkeit des Weltstars für die portugiesische Mannschaft. Cristiano hat jetzt wieder mit uns trainiert und dabei fast 100% gegeben. Er hat es wirklich gut gemacht. Nach dem Training gaben der Superstar und der portugiesische Verband jedoch in Warnung. Er sei zu 99,9% fit. Der Eisbeutel sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Die DFB-Elf kann also trotz der schwierigen letzten Wochen mit vielen Verletzungspausen für Ronaldo davon ausgehen, dass CR7 am Montag spielen wird. Nur, wie stoppt man so einen Mann? Er ist ja ganz einfach ein Spieler, der nicht umsonst einfach hat. Sie weiß, in der Saison 50 Tore erzielt und bei Portugal natürlich auch sehr viele entscheidende Dinge gemacht hat. Er macht einfach mit die besten Laufwege, die es gibt. Er schleicht so ein bisschen in den Rücken der Gegenspieler, in den toten Winkel, man sieht ihn nicht. Und dann kommt er und sie spielen die Bälle ja manchmal auch blind rein, weil sie wissen, Ronaldo läuft so und so. Das ist schon gut abgestimmt. Also man darf ihn im wahrsten Sinne des Wortes nicht aus den Augen lassen. Selbst ein angeschlagener Ronaldo könnte dem deutschen Team gefährlich werden. Die Odyssee um die Verletzungspausen und Trainingsabbrüche vom portugiesischen Kapitän bleiben dennoch rätselhaft.